Ja, moin, wie geht's? Hallo? Jo, hörst du mich? Jep, moin. Ich hoffe, du hörst nicht zu viel den Drucker. Nee, ich höre gar nichts. Jetzt höre ich ein bisschen was. Was machst du denn? Gerade in der Vorbereitung für die nächste Convention. Drücke gerade ein Masterswort aus, weil der wird später verlost auf unserer Convention. Oh, okay. Wie sieht das aus? Ich habe das noch nie gesehen. Ein 3D-Drucker. Wie das so gemacht wird, ja. Ah, okay, da warte. Machen wir das mal ein. Ich muss nachgucken, wo ist jetzt die Quatsch, das will ich nicht aktualisieren. So, dann gucke ich mal, jetzt kann wählen, wo ist sie? Da. Okay. So, ich hab Stream an. Oh geil. Alter, okay, das ist crazy. Das ist wie lange dauert das? So, es sind nur so knappe 11 Stunden dauert das. Alter! Wow, okay. Wie willst du schlafen bei dem Lärm dann? Also ich kann mit Lärm super schlafen. Ich finde es geil, einfach mein Handy als Webcam-Kanal zu nutzen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ja. Also bei Android gibt es Möglichkeiten, die Webcam quasi als wirklich Webcam nutzen. Auch ich könnte sie auch rein theoretisch zum Streamen nutzen. Sozusagen dein Handy oder was? Ja. Ah. Läuft das dann über eine App oder wie funktioniert das dann? Genau, das läuft über die wie heißt die nochmal, die komische App. Das ist die Droid Cam X. Ich habe noch nie gehört. Und ich kann auch mehrere Handys gleichzeitig anschließen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch so einen Stream machen aus verschiedensten Perspektiven. Ah, oh, okay. Momentan die im Ganzen dauert dieser Druck 14 Stunden und das ist nur die Klinge. Danach kommt noch der Griff und noch die Verzierung. Ja, 3D-Druck nimmt immer sehr viel Zeit an. So, das längste, was ich jemals gedruckt habe, war ein Monat am Stück. Ja. Wie hast du das denn durchgezogen? Einfach laufen lassen. Ein Monat? Ja.
Was hast du da ausgedrückt? Da hatte ich eine Figur von Shogun Raiden rausgedrückt. Warten, das dauert einen Monat? Ja, Figuren brauchen richtig lange. Das hier geht ziemlich schnell, weil es halt von der Form her ja sehr monoton ist. Das ist aber echt crazy, so ein 3D-Drucker. Aber ich habe zwei, also das ist jetzt der Filamentsdrucker, danach habe ich noch einen Resinsdrucker da. Wie teuer kostet sowas? Ist doch bestimmt übel teuer, oder nicht? Dieser, der hat 2800 gekostet, ohne die zusätzlichen Einheiten. Einheiten sind dann sozusagen die Stoffe, oder was? Nee, die Module. Das ist quasi eine. So gesehen ist es kein richtiger 3D-Drucker, sondern eine CNC-Maschine. Ich kann sie nicht nur zum Drucken benutzen, ich kann auch damit fräsen und lasern. Was genau meinst du jetzt mit Lasern? Also, ich könnte. Du könntest sozusagen. Wie soll ich das sagen? Halt. Etwas. Entfernen oder wie soll ich mir das vorstellen? Das kannst du dir so vorstellen wie das hier. Ne, auch falsche Kern. Wo ist die richtige? Da. Ja, bei mir lädt noch nichts. Ja, bei mir lädt es auch noch nicht. Ja, ich weiß wieso er nicht lädt. Warte, das ist, das liegt daran. Ich muss die hier deaktivieren, dann müsste die hier jetzt klappen. Starten wir neu. Jetzt müsste es gehen. Ja. Jetzt habe ich deine normale Face. Genau, das sieht dann so aus. Ah, so Mustern oder was? Genau, auch die ganze Kiste an sich kann ich so herstellen. Was ist das für ein Stoff eigentlich? Zumindest die Legierung, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich reines Holz, das ist wie nennt man das? Sperrholz quasi. Das kann, der 3D-Drucker kann auch Holz benutzen? Genau, der Laser kann Holz schneiden und verziehen. Alter, okay. Ja, okay, dann geht das eigentlich mit dem Preis, ja. Also ich hätte es mir teurer vorgestellt. Naja, also das ganze Equipment, also das, was ich auch habe, kostet gesamt um die 5000. Okay, das geht eigentlich. Also ich hätte es mir wirklich teurer vorgestellt. Zumindest für die Sachen, die man machen kann. Na gut, aber man muss halt auch mal bestimmt die Materialien bezahlen. Ja, also... beim 3D-Druck, was da von Verschleiß gibt, ist die Nase, die Druckernase, die muss ausgetauscht werden mit der Zeit. Das ist jetzt nicht so teuer, das sind so knappe 20 Euro. Naja, beim Fräser, die Bohrer, die nutzen auch ab, die sind etwas teurer. Und beim Laser ist es so, da kann es sein, dass ich die Linse mal tauschen muss, ja, und das wird dann richtig teuer. Wie öfters du es benutzt, oder was? Ja, die nutze ich nämlich aus. Also so gesehen, die Linse an sich, die verbrennt irgendwann. Oh, okay. Wie teuer kostet so eine Linse? So 300. Oh, scheiße. Wie lange hält es? Also ich habe den Drucker jetzt 2 Jahre, also bis jetzt musste ich sie noch nicht tauschen. Okay. Na gut, da du ja auch mal einen Monat durchgearbeitet hast, das ist schon krass, ja. Natürlich gibt es die Teile auch billiger, also das Teil ist komplett aus Metall.
andere Hersteller machen auch gute Produkte, aber die sind dann teilweise gut zu 90% aus Kunststoff. Ich hätte gar keinen Platz, das irgendwo hinzupacken, glaube ich mal. Was ich halt sehr viel mache, ist so Sachen wie Trinkflaschen mit Gravierungen drin. Und wie machst du das? Das ist dann so eine App höchstwahrscheinlich, wo du dann so in der Art 3D-Model machen kannst, ne? Nee, ich designe zuerst auf meinem Tablet das Design. Dieses Design faktorisiere ich und kann dies dann nutzen als Vorlage für den Laservorgang. Okay. Hat es auf jeden Fall etwas komplizierter. Ist es aber nicht. Also sobald man die Zeichnung hat, man muss ungefähr wissen, wie groß die Sachen werden sollen. Also wenn man den Umfang von der Flasche kennt, wie viel Fläche man hat, muss man das genau so zeichnen, für dass es auch dann richtig ineinander läuft. Und danach muss man es einfach nur richtig ausrichten. Naja, das Einzige, was da teuer ist, ist halt für auf Flaschen zu drucken oder zu lasern, braucht man einen speziellen Motor nochmal, weil der Drucker, der kann ja eigentlich nur auf einer Y- oder Z-Achse laufen und da Glas oder Aluminium, wo rund ist, muss ja quasi sich drehen. Das ist dann noch eine zusätzliche Z-Achse. Und so ein Motor, der kostet auch nochmal 800 Euro. Alter, dieses neue Genshin Event, das ist nicht mehr normal. Das Spezial war Ozu. Hat heute Nachmittag nur Snowbreak gespielt. Was hast du gespielt? Snowbreak, das ist eigentlich auch ein Anime-Game. Hatte ich dir einmal schon erzählt. Das ist ein Game, auch ein Gacha. Nur, dass du mit richtigen Waffen da spielst. Ich glaube, du hast mir davon mal erzählt, ja. Aber ich finde schon krass, also die Skins in diesem Game sind extrem freizügig. Das ist gar nicht mehr normal. Es ist so leicht noch an der Grenze, wo man keine Altersbegrenzung machen muss beim Posten von diesen Videos. Oh, okay. Also schlimmer als Tower Fantasy oder was? Schlimmer. Also zumal jetzt der neue Skin, den sie da reingesetzt habe, dafür hatte ich jetzt Bock, das Spiel mal wieder zu spielen, weil ich den neuen Clip gesehen habe von dem neuen Skin. Also da ist so ein Skin, so ein Krankenschwester-Skin, der ist nicht ganz normal. Den muss ich sehen. Eigentlich, wenn du in YouTube Snowbreak eingibst, dann müsstest du es sehen. Mache ich gleich, sobald ich mit meinem Ozu-Game hier fertig bin. Stimmt. Müsste nicht wieder der Reset sein mit den... Doch, die Weakies sind da. Yep. Prozessor 実行中。少々お待ちください。
Ja, ich bin jetzt wieder einen Monat zu Hause. Warum das jetzt? Naja, ich war ja heute nochmal zum Arzt, weil das am Wochenende nicht so gut ausging, wie ich es mir gehofft hätte. Und mein Arzt sagte so, ja gut, wir machen jetzt die Anfrage, dass du 4 Stunden nur arbeitest. Nur das wird jetzt mit der Bürokratie etwas dauern. Und dafür hat er mich nochmal einen Monat krank geschrieben, bis das Ganze abgeschlossen ist und bestätigt ist. Ist zwar scheiße, aber zum anderen, ich habe nur einen kleinen Trost. Ich kann dort wenigstens Wuthering Wave stundenlang zocken, ohne an die Arbeit zu denken müssen. Ey, das ist gemein. Während ich am Release-Datum einfach beim Arzt hocke. Ich mache es kann ich dann einfach einen auf den machen, dass ich leider nicht kann. Bin beschäftigt. Ich komme nächste Woche. Ich mache dir Stream und kannst du beim Zahnarzt schon. Ich bin nicht beim Zahnarzt, aber ja. Ach, Zahnarzt, Alter, wann ich da zuletzt war, Junge. Ja gut, ich brauche jetzt nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil mein Zahn ist mir rausgefahren. What? Ja. Also weil es jetzt ein Zahn, mit dem du Probleme hattest, oder? Genau, es war ein Zahn, der hatte den Nerv schon raus, aber der brach zuerst, ein Teil vom Zahn ist abgebrochen, und weil der Zahn dann destabilisiert war, hat er sich gedreht und gegen den anderen Zahn in den Nerv reingeschlagen. Ja, übelst komisch, weil ich spürte Schmerzen und ich sage, das kann nicht sein, der Zahn hat keinen Nerv mehr, der kann mir nicht wehtun. Und da ging ich zum Zahnarzt und der guckte so, machte Röntgenbilder und sagte, ja gut, der Zahn, den Sie anscheinend weh haben, ist nicht der Zahn, es ist der daneben, weil der kaputte Zahn ist in Ihr Nerv reingerannt. Oh, what? Ja, das wurde dann gefixt und er wollte mir eigentlich Anfang Januar mir den Zahn rausziehen. Da kam das Ganze mit dem Unfall, wo ich dann nicht mehr die Zeit fand, zum Zahnarzt zu gehen. Und jetzt, letzte Woche ist er beim Kebab-Essen einfach rausgefallen. Hä? Oh nee, ich hoffe, es hat nicht wirklich stark geblutet. Das war sehr erstaunlich, es hat überhaupt nicht geblutet. Das kann vorkommen auch, ja. Es ist nicht immer so, dass es blutet. Es kann halt sein, dass er schon, wir sagen, einfach schon so halb ab war, weißt du was ich? Was ich auch schon hatte, das war auch übelst komisch. Das war vor vielen Jahren. Ich bekam einen Zahn rausgeholt. Und beim Zähne rausreißen, die Zahnärzte brechen ja deinen Zahn. Und dann, wenn er gebrochen ist, nehmen sie die Teile raus, die Wurzel raus und dann war's das. Nur der Zahnarzt hatte einen Splitter vergessen. Oh, ich dachte mal, die ziehen den Zahn einfach. Eigentlich nicht, der wird eigentlich, das Zahnfleisch wird etwas aufgeschnitten und dann wird mit einer speziellen Zange, wird der quasi aufgebrochen. Okay. Das muss doch bestimmt arsch wehtun. Ja gut, wenn du keine Narkose nimmst, dann tut es definitiv weh. Und er hatte da einen Splitter vergessen und weil der Körper das als Fremdkörper auf einmal annimmt, dann versucht er den auszuscheiden und der drückt dann den aus dem Zahnfleisch raus. Und am Anfang so
ich immer bei meiner Mutter gegangen und sie, ich war so, Mame, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt da ein Zahn nochmal raus, wo der Zahn hat mir den rausgezogen. Meine Mutter, du spinnst doch, das war ein echter Zahn, da kommt kein neuer Zahn. Und ich, sie sagt, ja, du wirst deine Zähne nicht richtig geputzt haben. Und ich, Mom, ich hab dir noch immer das Teil da und es ist übelst hart, das ist kein Dreck, das ist definitiv ein Zahn, wo rauskommt. Und ja, so 2-3 Wochen später konnte ich diesen Splitter einfach so rausziehen, da hat's auch nicht geblutet, einfach weil mein Zahnfleisch den rausgedrückt hat. Ja, ging ich heute noch mal zur Arbeit, hab denen die Papiere abgegeben für die Krankenkasse, weil mein Arbeitgeber muss das natürlich auch erlauben, dass ich die 4 Stunden mache. Jetzt gesagt oder kam da noch nichts? Sowieso, mein Arbeitgeber sagt da nichts. Der hat die Papiere genommen und sagt, ja, das macht die Sekretärin dann fertig. Für mich ist das gar kein Problem. Hier läuft man einfach. Ja, das ist so eine Verarsche, ne? Hier läuft gerade, also du, hier gibt es so ein Event gerade, da musst du die Noten herausfinden. Okay. Und das Lied, was da läuft, das habe ich die ganze Zeit gelernt auf der Library dann. Und das hört sich 1:1 gleich an. Übermorgen können wir ja Solo-Leveling spielen. Übermorgen schon? Ja. Am 8. Nice. Ich werde mir zwar direkt bei Wuthering Wave Season Pass gönnen, Monatsbelohnungen.
Moin. Guten Tag. Ich habe mich gerade mit dem Hintergrund geräuscht. Moin. Ich hoffe, ich störe nicht. Nö. Das ist perfekt, aber wie kann ich das abschicken? Fickt euch. Hä? Jetzt? Was willst du abschicken? Ich bin gerade im Event. Keine Ahnung, ich will gerade den Toff die ganze Zeit die Events. Ich bin gerade Genjin drin. Ich finde schon wieder geil, ich mache irgendwas, komm erstmal eine Einladung in ein Team, ja, erst. Und du hast wohl schon den neuen Charakter gezogen? Nö. Ich habe 30 Puls gemacht. Dass ich halt die 80 voll hatte und habe vergessen, wie noch immer gezogen. Ja. Und dann habe ich hab auch leider kein Glück. Ich war auf 40er PT, habe 80 Boots gemacht und habe 50-50 verloren und kein Early mehr gehabt. Ne, ich habe jetzt noch 45, die ich hätte, um sie zu kaufen, aber ganz ehrlich, ich habe alle außer sie, also wenn noch drei oder so noch. Scheiß drauf. Irgendwann gibt's sie nochmal. Also unten bei den drei Puls, bei den drei anderen Charakteren, alle drei habe ich so, deswegen, was will ich mehr? Die haben jetzt auch ein neues Musikinstrument reingemacht, Werbung. Oh, welches? Eine Trompete ist jetzt drin. Ich habe Genshin leider nicht mehr installiert. Da war die 4TB Festplatte zu klein. Wie geht das bitte? Da sind noch andere Sachen drauf. Von. Das sind, glaube ich, plus 2,5 TB mit Spielen von. Ich habe 1 TB weniger als du und bin komplett unterfüllt. Also ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Speicher machen soll. Meine eine SSD, die hat nichts drauf. Wirklich nichts. Also ich habe eine SSD, da ist Windows drauf. Das sind, glaube ich, 1 TB. Und dann eine SSD mit 4 TB, wo Spiele und andere Sachen drauf sind. Und 2 HDDs, die aber für was ganz anderes sind. So, die SSD ist so gut wie fast voll. Da sind jetzt große Spiele, Ark und drei Forza Horizon Teile drauf. Ich glaube, ich noch ein Forza Motorsport. Also, ja, das sind ja alles irgendwie 100 GB Spiele. So, ja. Wieso löschst du die Spiele nicht? Stimmt, du kannst sie ja immer wieder downloaden. Ja, kennt ich, aber da bin ich ja immer einen halben Tag beschäftigt mit Downloaden. Da kann ich es auch installiert lassen, wenn ich sie einmal im Monat spiele. Ja, okay. So, denke ich mir auch so. Ja. Was ja, du alle Games spielst. Ein Großteil. Du löscht doch einen Founder, du hast meistens 3 Teile davon noch einen Motorsportteil. Ne, das schlimm. Wenn du spielen wirst, ne, also definitiv vor so einem Motorsport kann ich eigentlich löschen. So, Forza Horizon 3 werde ich nicht löschen, weil das ist Emulator. So, ja. Damit setze ich mich nicht nochmal auseinander. Das hab ich so, das lasse ich da drauf. Forza 4 und Forza 5, ja, ab und zu halt. Irgendjemand so, jetzt Bock, ja komm. Langweilig. Das ist nie verkehrt. Ich muss mal nach meiner Pizza gucken. 4 Minuten lang, weißt du. Ja, hier ist, wenn ich Opera öffne, wird bei irgendeine Website vorgeschlagen, wo ich mir Genshin Crystals holen kann. Geil! Mach da! Die heißt im Leber. Die kenne ich sogar, da hab ich mal was geholt, Alter. Wie wollen die mir Genshin
geben, als ob ich dir meinen Account gebe oder so. Keine Ahnung. Ich gucke mir die Preise an. Die Preise an, was sagen die? Ah, gar nichts. Ich gebe Genshin Impact ein, da kommt nichts. Ja, gut. Das hast du ja ab und zu. Mobile Games, ich gehe mal da rauf. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Kennt sich irgendjemand in Inners aus, beziehungsweise in der Overworld von Inners? Nicht wirklich, ich habe da nie Zeit verbracht. Ich auch nicht und ich bin gerade dabei, alles irgendwie zu farmen, weil ich habe 0 von 0, also 0 von 10, 0 von 2. Und das bin ich gerade am Einzelnen. Hab erstaunlicherweise neue Tiere entdeckt. Also, falls du neue Tiere brauchst. Ich brauche gar nichts außer Genshin Crystals gerade, Genesis Crystals. Ja, aber ich fand's interessant, so ich bin auf die Insel gekommen, das erste was ich sehe ist ein neues Tier. Man sagt doch alle Rich, gönnt man mir ein bisschen Genesis Crystals, Jungs. Nein. Vielleicht. Ich habe dieses Jahr schon zu viel in Toff ausgegeben. Egal, also tust du wenigstens eine Wohltat. Du schubst jemanden anderes was, so weißt du? Das kommt im Leben immer doppelt zurück. Hast du gehört, Beppo, spend mir mal ein bisschen was. Das kriegst du irgendwann doppelt zurück. Natürlich. Eine Credit Card, I need your Credit Card. Der Wind kommt bald, ich brauche. Das Problem habe ich halt. So, normale Menschen bekommen Geld am 1. oder sogar schon am 30. oder 31. Und dann ich. 5. Arbeitstag im Monat. The fuck, okay. Ist stupid, aber ja, ist jetzt so. Ich bekomme zweimal Geld. Wenn wir jetzt von Arbeitgeld reden, so, das andere reden wir nicht drüber. Musst du Pfandflaschen sammeln? Ich nein, noch nicht. Noch nicht? Ja. Schon in Erwägung gezogen. Gut. Also wenn Chlorin rauskommt, dann ist es wirklich eine Überlegung, ja. Ich gehe anschaffen, Jungs, dann. Damit ich mir Genshin Genesis Crystals hole. Hat Spaß. Lass du dann Pfand einfach in... wie heißt das? Diesen Pay Cash oder wie heißt das nochmal? Pay Credits da auszahlen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber egal. Ich nehm's. Das hat mit Geld zu tun, ich nehm's. Paysafe. Paysafe, genau. Nehm ich. Wo hast du Paysafe für mich? Ich nehm's. Wir müssen ja noch irgendwo in 5 Euro rumliegen haben. Nehme ich. Das ist einmal Free Waking Moon. Und 300 Genesis Crystals. Guck mal. Was ist es? Pässe finde ich eigentlich richtig schlimm, weil das ist ein. So kann man übelst Geld waschen. Ja. Wie meinst du? Ja, gut. Sagen wir, du hast. Illegal Geld angeschafft. Gehst du einfach auf die nächste Tanke und kaufst dir dann mit dem Geld dir quasi eine Paysafe-Karte. Ja, was macht man dann? Das ist dann das Geld nur in diesem Paysafe-Coupon und das kannst du für überall nutzen. Du kannst damit nochmal einkaufen, kannst aber auch online damit einkaufen. Du kannst mit Paysafe einkaufen? Bruder, also das geht bei uns in Deutschland nicht. Zumindest Online-Shops, ja, aber ich habe noch nie gehört, dass du einfach in einem Laden reingehen kannst und da einkaufen kannst mit Paysafe. Ja, Paysafe habe ich aber auch nur benutzt ganz damals, weil ich noch kein Konto hatte. Na, wenn du kein Konto hast, benutzt du bei uns Paysafe so, um dir Fortnite-Skins zu kaufen. Keine Ahnung, habe ich nie gemacht, aber ja, gibt's ja genügend Idioten. Das ist gelogen. Nein, ich habe es exakt. Der kurze Fortnite-Suchti. Ich habe exakt. Minuten in Fortnite.
Ich habe 4000 in Fortnite reingespendet. Knapp. Also, ich habe irgendwie ein paar Minuten in Fortnite, so Stunden kann man das gar nicht rechnen. Ich weiß nicht, wie viel mein Kollege ausgegeben hat, aber seit erster Season hat er immer alles gekauft, was im Shop war und alle Pässe gespielt. Bruder, geht's den Kollegen gut? Wie viel Geld hat der bitte? Kann ich den kennenlernen? Ja gut, ja. Wenn man beim Start arbeitet, hat man genug Geld. Jo, was? Ja, das ist normal. Also, ob er mir Clarin kaufen will. Also, glaub mir, also der ist mal nichts Besonderes auf der beim Start. Der ist eigentlich nur für die Straßenverkehrsordnung, also die Beschilderung für die Verkehrsschilder zuständig. Ich finde diese komischen Würfel immer noch sowas von weird. Ich check diese Seite nicht. Hier gibt's keine Genshin Genesis Crystals. Warum wirst du mir angezeigt, du Arsch? Ist das eine Frechheit? Einfach nie drüber nachdenken. Ich wollte die Preise sehen. Bei TOF gibt's Webseiten, wo du extern Dings kaufen kannst, das weiß ich. Das habe ich auch noch nie gesehen. Doch, dafür haben sie sogar in-game mal Werbung gemacht. Du kannst auf ihrer Webseite direkt kaufen. Alter, wenn ich raufgehe, dann sehe ich tausende Sachen gerade. Wir haben ja einmal, ich habe davon noch nie gehört, K4G oder so. K4G, denke ich mal, was ausgesprochen. Dann haben wir Wucher. Ah ne, doch nicht Wucher, was laber ich. Das ist kinggreen.net. Dann haben wir MTC Game. Und dann wiederholen sich die gleichen. Achso. Genesis Crystals. Kinggreen kann ich. Poda Shop US. MiHoYo Genshin Impact Top Out. Plus Bonus. Achso, plus Bonus. Die meinen den Bonus. Ja, nevermind. Mal eine ganz dumme Frage. Können mehrere Genshin-Accounts die gleichen Traps einsammeln? Nein, das habe ich auch schon versucht. Leider war ich mit meinem damaligen Genshin-Account verbunden, auf den ich auf dem PC keinen Zugriff mehr habe. Also, weil ich habe noch... Also, ich habe jetzt nicht alles, aber Browser habe ich. Und weil ich halt... Wieder die Seite, das ist eine Frechheit. Genshin Impact ist nicht verfügbar. Das ist eine Frechheit. Warum ist das nicht verfügbar? Was soll das? G2A, die kennt man doch. Ja. 5,91 € bezahlst für 300 Genesis Crystals. Das heißt, du machst doch eigentlich ein Minus. Das bringt ja gar nichts, dann auf Keyseiten zu holen, hä? Ich dachte, man spart, Junge. Gar nichts zu mehr. Du sparst hier ja nichts. Auch mal jetzt ein Streamer gemacht. Niemand. Ich hab gefragt, warum. Guck mal, möchtest du hier hin? Das ist aber neu mit Kartenressourcen, was da steht. Ja, das ist 86 ist, das ist neu, das kenne ich nicht. Warte, und zwar, hier. Ich sehe, du willst die Red Bulls haben, ne? Benutze einfach hier interaktive Map. Easy. Aber ich glaube, hier ist es noch schlimmer. Ich will eigentlich auch das. Geht's bei dir richtig ab. Tschüss. Ich will doch eigentlich allgemein die Omnium Crystals haben. Also, du kannst sogar mit Razer Gold einfach deinen Genshin-Account aufladen. What the fuck? Ja, du kannst auch mit Microsoft die Overwatch-Coins kaufen. Okay, Overwatch spiele ich nicht. Da kann ich nichts mit sagen. Ja, aber du kannst ja in Microsoft Punkte sammeln durchs Browsen und durch andere dumme Sachen. Und du kannst du für verschiedene Spiele dann die Punkte ausgeben.
Hier habe ich eine Seite, die sieht richtig sass aus, Digga. Die hat richtig crazy Angebote, Alter. Da bezahlst du 20 Euro weniger für 100 Euro, also du bezahlst halt nur 80 Euro, what the fuck. Die ziehen die sowas von ab, Digga? Wer, hast du das schon mal gemacht? Ja gut, bei mir geht die Sache nicht immer, weil, wenn es ländergebunden ist. Das heißt? Ist es ja ab und zu, dass es halt mit dem Land geht. Genau. Also ich habe hier zum Beispiel eine Seite gefunden, die bietet wirklich Genesis Crystals an. Du kriegst sozusagen das Höchste, was du bekommen kannst, für 80 Euro. Das sind 20 Euro Rabatt, Digga. Das ist schon crazy. Und anscheinend musst du nur deine UID reinfüllen. Und halt deine Server. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Safe irgendeine Abzocke, Digga. Wir haben dann deinen Account. Na, an sich müssen wir ja keine Account-Daten eingeben, aber das ist ja das Problem. Wie wollen die das auf meinen Account drauf machen, die Crystals? Ganz einfach, die melden sie sich mit einem ausländischen Konto, also im Ausland an, mit einem Konto, und laden es von da aus auf. Ja, das Problem ist, die bekommen ja nicht meine Daten, die bekommen nur meine UID. Ja, es wird quasi als eine Art Giftzahlung. Wie jetzt? Es wird eigentlich, du hast in manchen Ländern die Möglichkeit, deine Aufladung anhand von den Codes Eingaben. Du hast zum Beispiel, wie du per Zen-Karten, Microsoft, Amazon-Karten bei uns kaufen kannst, hast du in anderen Ländern das gleiche für verschiedene Spiele. Und das wird dann über diesen Code eingelöst. Achso, die geben den Code ein und dann geben die nur meine UID ein und dann bekomme ich das, oder wie? Genau, richtig. Ja. Auf was für eine Seite kann man so einen Code eingeben, oder? Das der Prinzip von diesem Markt läuft ja so, dass die im Ausland ja die Sachen kaufen und so es billiger hier in Europa verkaufen können. Also das geht wirklich? Ja. Das ist schon crazy. Am Ende kriegst du hier Waking Moon für 4 Euro, das ist ein 1 Euro Rabatt, Digga. Ist jetzt nicht krass viel, aber wenn man das auf Dauer macht, dann lohnt sich das schon. Ich finde ganze Gacha-Games sind viel zu teuer. Ja. Ah, guck mal, jetzt, wie die's machen. Die machen Genshin Impact UID plus Server, ja. Required Information. Okay. Recharge Rewards. Ach so, okay. Okay. Sind das bitte für Hintergrundgeräusche? Das ist jetzt. Ah, das ist mein Drucker. Oder aber irgendwie ist mir das trotzdem viel zu billig, Digga. 20 Euro Rabatt, ich weiß nicht. So 5 Euro okay, aber 20 Euro, das sieht schon immer fake aus. Mal was andere Seiten so sagen. Wenn ich noch mal eine finde, wo jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Seite gehe, die sagen, ja, die haben das, dann bin ich da und dann steht Genshin Impact nicht verfügbar. Geil. Kinguin, das kennt man doch bestimmt auch. Die wollen genau das gleiche fast. What the fuck? Was wollen die? Kann man. Gibt es keine Informationen? Frech. Digga, die haben fast das gleiche aber hingeschrieben in der Beschreibung, what the fuck? Einfach copy-paste. Normal.
Oh, ey, Weppo. Ja? Ich weiß echt nicht, ich muss sagen, ich bin richtig von Calciaro überzeugt, ne? Ich hab dein Gameplay gesehen, der gefällt mir irgendwie sehr, sehr, sehr. Das nervt mich richtig. Jiang Xin einfach nur wegen der Idol, weil die mich richtig an Kasu erinnert. Aber Calciaro ist richtig nice. Also ich finde, das ist mein Favorite aktuell mit Jiang Xin. Ich kann mich zwischen denen irgendwie nicht entscheiden. Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich Jiang Xin nehme, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch Bock auf Calciaro. Ich habe den sein Gameplay gesehen, das sieht richtig geil aus. Was sagst du? Hast du schon was gesehen, Bippo? Calciaro finde ich auch geil, das hatte ich ja gestern gesagt. Bist du auch in der Überlegung oder bist du dir 100% immer noch sicher, wen du nimmst? Ich bleibe bei der ersten Wahl. Warum eigentlich? Was gefällt dir an der? Die Ausstrahlung. Achso, okay. Also, bei mir ist es immer so, wenn ich einen Charakter sehe und ich bin geflasht, dann weiß ich, den will ich haben. Das war bei mir und Sanua so. Und dann ist sie einfach Forster. Ich habe schon gesehen, du kriegst Sanu einfach for free nur durch täglich einloggen. Ne? Du musst 5-mal einloggen, dann kriegst du sie. Siehst du, muss man nichts machen für deinen Charakter. Ja. Ich habe schon alle Charakter gesehen, die man instant bekommt. Ah, mein Headset ist aus. Ich liebe es. Einen Moment. Ich rede mit mir. Danke. Ja, jetzt können wir ihn beleidigen. Ey. Guck mal, wenn er es schon sagt, dann muss man das wenigstens so andeuten. Ob ich das wirklich mache, ist die andere Sache. Nein! Ein süßes Wolf. Nein! Mach Ey, Bebe, kannst du dich noch an den Typen erinnern, der gestern reinkam? In Call? Ja. Und eigentlich einfach gar nicht geredet hat, was ist der, ne? Der wird zum Soundbot gemacht. Ob der eine Behinderung hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr simpel. Hilfe. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass man echt manchmal seine Sachen wirklich auf Soundboard hat. Also das, was man gerade hört, ist doch nicht mal schlimm. Es gibt noch viel schlimmere Sachen. Du, ich habe hier meine 4 Sounds, die ich auf den G-Tasten bei der Tastatur habe. Deswegen sind die ich aktiv benutzen kann. Die anderen müsste ich im Discord. Wie sieht eigentlich bei dir aus, Frostboard? Was? Du auch bei den Waves jetzt bald zocken, oder? Schauen. Ey, Benbo. Ja?
Kannst du mal raten, wenn ein zweiter Kanon würde einen Wäschchen gemacht hat? Du! Ja. Ich werde einmal den weiblichen Charakter und einmal den männlichen Charakter nehmen und dann werde ich mich in-game entscheiden, welchen ich behalte. Also Scheiß an. Ich weiß nicht, irgendwie ist der männliche Charakter, der überzeugt mich irgendwie gerade aktuell mehr. Das war bei Gendel auch so. Ich habe den weiblichen Charakter. Warum? Weil ich auf meinem Main den weiblichen Charakter hatte und dann einfach nur auf dem zweiten Account was anderes wollte, wisst ihr? Aber Jinx, die überzeugt mich am meisten von den ganzen Charakteren, aber wehe, die wird nicht playable, ne? Wenn die playable wird, ich glaube, ich werde arm. Was? Du wirst allgemein arm mit all den Gacha-Games. Ja. Tut mir nicht gut. Also ich glaube, ich muss ja nicht mal für Pools payen, ich werde schon langsam arm. Allein, da ich mir jeden Game Battle Pass hole und 5 Euro passe und was weiß ich alles. Werde ich in Wedding Waves auch machen, höchstwahrscheinlich. Mach ich direkt den ersten Tag. 5 Euro passt immer, ne? Ja. Die hat man immer. Aber wähl Bebo, du payst, dann machst du mich traurig. Da musst du für mich auch holen. Wenn du für dich holst, musst du auch für mich holen, weißt du? Das würde er nicht machen. Doch. Weißt du, er kommt vom Arzt zurück, ich hab alle Charakter. Nee, nein. Ich lasse mir eine Credit Card schreiben. Es sei denn, ich bekomme auch alle Charakter durch und so. Okay, das ganze Zeug ist noch 20 Tage im Shop, so das können wir später machen. Digga, ich will endlich wieder im Waves zocken, ne? Holy shit. Das nervt mich so. Ach so, in 5 Jahren kommt das auch mal raus. Nee, diesen Monat. Ich weiß. Endlich, Mann. Ich hab auch richtig Bock, gegen Scar zu fighten, ne? In 2 Wochen. Habt ihr schon die Beta von Blue Protocol damals gespielt gehabt? Ja. Nein. Ich fand's nicht schön. Es fehlt noch sehr viel im Game. Ja. Von sich aus finde ich das Prinzip und die Welt und alles, finde ich okay. Aber es fehlt an Spielinhalt. Ja, das definitiv, ja. Aber ich, was mir gefallen hat, dass sie das Prinzip von Final Fantasy Online übernommen haben, dass du mit einem Charakter alle Klassen spielen kannst. Ja, das war auch schön. Ich glaube, ich hab das geschickt, wie du guckst nicht. Ich find's heraus. Ja, noch lachst du. Wenn ich es herausgefunden habe, dass du es nicht geguckt hast. Dann lachst du nicht mehr. Richtig. Da bist du auch nicht sicher von mir. Hä, wieso kann ich. Du hast mir einfach ein Bild geschickt. Ich kann das nicht abspielen, oder? Du musst auf den Link drücken. Ah, muss. Was ist ein TikTok-Link? Die sind ganz komisch in Discord. Das ist doch als ganz letztes und kurz vorm Ende auch nochmal Jinxie. Ich hab richtig Bock. Das ist mein Favorite aktuell. Der aber leider noch nicht confirmed ist als Player. Ne? Also in der Beta war nicht spielbar. Zumindest sie. Aber auf Scar hab ich auch richtig Bock. Der sieht richtig nice aus. Aber was sagst du? Wie heißt der denn jetzt, der mit dem Drachen, der mit den blauen Haaren, oder grünen Haaren? Oh, das weiß ich gerade nicht, ich glaube. Ich weiß es gerade nicht. Den hatte ich schon gestern gesucht. Lass mich mal suchen. Ich find's heraus. Guten Tau Fans, die 1000 FPS. Ja, so muss das. Stimmt. Hier, Wedding Rage bekommt ja auch Dings, ne? 120 FPS, Digga. Ich liebe es, Digga. Danke. Ja, endlich. Wenn Mirunio das nie macht, ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht.
auf meinem Tablet kann ich Honkai Star Rail in 120 FPS zocken, ne? Ja. Aber auf PC nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum soll ich auf meinem iPad auf 120 FPS zocken können? Und auf dem leistungsstärksten PC nicht. Das ist egal, das macht keinen Sinn, das muss auch keinen Sinn machen. By the way, ich glaube, wir haben sogar schon unsere UID bekommen, ne? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, weil das... Ich glaube, unser Benutzername ist unsere UID, denke ich mal. Ich hoffe nicht. Weil mein Kumpel, der hat genau den gleichen Anfang mit der 5, das ist wahrscheinlich die Serverzahl. Der hat sich vor kurzem angemeldet und ist sozusagen ID hier, 22 Millionen oder so waren. Ich bin bei 5 Millionen. Und ich habe mich auch deutlich vorher angemeldet. Also ich weiß nicht, ob wir sagen, Pech haben. Und unsere ID, sagen wir mal, jetzt so ist. Ich will aber gar nicht wissen, wie schnell die UIDs weg sind. Ja, wird richtig schnell gehen. Ich werde Nachtschicht betreiben. So schlimm. Ich bin dabei, wir machen das zusammen, okay? Ich werde wahrscheinlich nebenbei noch von irgendeinem Streamer irgendwas offen haben. Am besten 50 Tabs von irgendwelchen Streamern und gucken, wer als erstes reinkommt, um zu wissen dann, dass es losgeht. So, Toastboy, ich bin wirklich so ein UID-Hunter für eine kleine UID-Nummer zu bekommen. Ich mach mit, komm. Wir gucken, wie niedrig wir werden. In Tauf habe ich auch eigentlich mal eine relativ niedrige gehabt, aber darüber reden wir einfach nicht. Also ich hatte in Tauf eine der ersten überhaupt. Ja, ich auch, aber... Nur bei Releases, aber ich habe mittlerweile einen anderen Account benutzt. Also den Account, den ich nutze, habe ich erst auch vor kurzem registriert gehabt. Ich habe aber noch meinen alten, also ich könnte noch zugreifen. Ne, jetzt ist es auf dem Account, wo ich jetzt am meisten spiele, ist es halt eine... Weiß nicht... Zu dem Zeitpunkt, wo es dann auf Steam rauskam, habe ich den ja, erstellt. 2022. Ende, ja. Ungefähr. Auf Steam kam es aber ein gutes Stück später raus. Ich auch meinen Account. Ja, ich spiele jetzt auch erst, also der Account existiert erst seitdem es auf Steam ist. Davor habe ich sehr normal gespielt. Was heißt denn normal? Steam ist doch auch normal, oder nicht? Im Launcher, den ich über das Internet runtergeladen habe. Ja, aber du konntest aber dann nochmal einen Account von damals nutzen. Du musstest nicht einen neuen Account machen. Den gibt's ja auch noch. Dem Spiel ist auch noch. Aber auf dem habe ich 10-mal mehr reingepayt. Ist eine andere Sache. Also gar keinen Sinn. Warum hast du überhaupt Account gewechselt? Wenn du am Reinpayen warst, so, ne? Das verstehe ich auch jetzt nicht. Ne? Müsst ihr auch nicht verstehen. Also mein Account war nur so, weil... Ich weiß selber nicht, warum ich mir einen neuen Account erstellt habe. Mein Alter hatte eh nichts, da war ich ganz am Anfang. Ich hatte sogar zwei Charaktere auf dem Account. Einmal einen, als es auf Mobile war. Und einmal einen, als es dann auf PC wieder released ist. Ich hatte zwei Charaktere, mich haben aber die Namen genervt. Deswegen habe ich einfach neuen Charakter damals gemacht, als es dann auf Steam wieder released ist. Aber ich wusste nicht, dass man seinen Namen ändern kann, ja. Zumindest soweit ich weiß, ging das damals auch gar nicht. Ich glaube, das ging gar nicht. Was hätte ich da eigentlich gemacht? Achso, du wolltest ja jetzt wissen, wie der türkishaarige oder grünhaarige heißt, ne? Ich check kurz, ob man den auf der Seite findet, weil da hast du die Resonatoren. Weiß halt nicht, ob der da ist. Ich glaube, der wurde noch gar nicht vorgestellt. Aber man kann, aber man weiß den Namen schon. Nee, aber Kalcharo, der ist so was Mysteriöses, ne? Von der Fähigkeit. Da steht an ihn nicht die Fähigkeit, sondern seine Zugehörigkeit. Der ist was ganz anderes, ne? Okay, es werden ganz bestimmt nicht alle Elemente schon rauskommen. Nee, nicht Elemente, ich meine Zugehörigkeit. Wir haben einmal Unbekannt. Dazu gehört der Main Character, beide. Also den du aussuchst. Dann haben wir einmal Huang Long und einmal Schwarze Küsten.
In Huan Long haben wir halt die meisten Charaktere drin, die wir schon kennen. Und in Schwarze Kisten haben wir Encore und Alto. Okay. Als einzigsten zwei. Und bei anderen, wo ein Fragezeichen ist, ist Calcharo als einziger drin. Also der ist wahrscheinlich irgendeine mysteriöse Gruppe. Oder überhaupt ein Einzelgänger, weiß ich nicht. Also, ich habe hier nochmal eine Character-List, der heißt Gian. Gian anscheinend, ja. Also, J-I-Y-A-N, also Gian. Oder so. Jetzt wird mir King Green empfohlen, Genesis Crystal zu kaufen. Ich liebe das doch. Als Werbung. Nee, hört auf, ich will kein Geld ausgeben. Hört auf! Sollen wir aufhören? Ich werde kein Geld ausgeben. Ander, das war aber uns auch so Joy rausgegeben. Ich bin mir doch sowas von scheißegal. Also bei Hu Tao mache ich Ausnahme. Ich glaube, das würdest du auch verstehen. Du weißt, wie lange ich nicht mehr bin. Du musst dir vorstellen, als ihr Banner ja wieder da war, 4.3 oder so war das, da habe ich ja meinen Account nicht mehr gehabt, ne? Da habe ich dir erzählt mit dem. Genau. Mit dem, das ist vor 4.0 habe ich ihn verloren, als hier das als Euler wieder reinkam, direkt danach ungefähr ein bisschen. Da habe ich nämlich einmal meinen PC zurückgesetzt gehabt und ich konnte mich nicht mehr anmelden, ganz komisch. Aber ich hatte richtig viele Pools noch und ich hatte genug, um einen Five-Star zu ziehen, ne? Und ich habe einmal beim Hotel-Banner das 50-50 verloren, ich bin glücklich drüber sogar. So macht mich das nicht noch mehr trauriger, dass ich meinen Account verloren habe. Hätte ich nämlich Hutau gehabt, du weißt nicht, was passiert wäre. Ich glaube, dann wäre die Hölle los. Ich glaube, ich hätte bis jetzt noch nicht mehr wieder Genshin angefasst. I mean, jetzt habe ich nur wirklich meine meisten Charakter, die ich halt vermisse, ist Euler mit ihrer Signaturwaffe. Weil einfach Euler mit Signaturwaffe, ne? Dann Yaimiko mit Signaturwaffe. Wanderer seine Signaturwaffe vermisse ich gar nicht. Die Glocke. Ich glaube, der hat mich sogar doppelt, der nicht zweimal. Aber ich wusste das gar nicht, ich hab's voll vergessen. Ich habe letztens war ich nämlich auf meinen Account drauf. Hab Nico ein Video geschickt, weil die mir das irgendwie nie geglaubt haben mit meinen ganzen Signaturenwaffen und so. I mean, wenn man dumm genug ist, um Geld auszugeben, dann sieht das so aus wie mein Account. Ich glaube, dein Account sieht auch nicht gerade besser aus. Nee. Na gut, aber du spielst von ganz Beginn und hast immer durchgezockt. Bei mir war das ja nicht so. Ich hab's am Release-Datum runtergeladen, hab es am Release-Datum nicht angefangen, sondern erst später. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt gehabt habe, aber ich hatte es die ganze Zeit auf meiner Playstation drauf. Aber nie gespielt. So lief es bei mir mit Tower Fantasy. Ich hab das runtergeladen, ich hab mir Videos angeguckt, ich fand das richtig nice. Allgemein, weil das so mein erstes Anime-Game war, also was so ein Anime-Style hatte, was ich überhaupt kannte. Und dann dachte ich mir so, ja, das spiele ich. Dann habe ich das wirklich angefangen auf der Playstation und bin nach ein paar Stunden wieder gequittet, aus dem Grund, weil mein Controller Stickdrift hatte und ich nicht spielen konnte. Wisst ihr was, ich verlasse dann euch mal wieder. Okay. Okay. Einen schönen Abend euch noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Okay. Gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, PS4. Und Genshin kam ja 2020 raus, ne? Ja. Das war. Wann kam Genshin raus? Nicht Anfang, es war schon Ende, oder nicht? Es war September, glaube ich. Es war auf jeden Fall schon mehr Ende, ne? Ja. Ich glaube, es war September, so um den Dreh. Okay. Auf jeden Fall, ja, da habe ich es halt runtergeladen gehabt, habe es halt nur angespielt gehabt. Ich habe es nicht direkt gezockt gehabt. Ich hatte es zwar runtergeladen, aber habe es nie gezockt gehabt. Und dann habe ich es irgendwann gezockt gehabt. Und ja, wie gesagt, PS4 Controller Stick durch des Todes. Deswegen beiseite gelassen.
dann die Xbox bekommen, weil ich mir dann eine Xbox geholt habe, weil PS5 ausverkauft war und ich wollte eine Next Gen haben, weil mich hat das richtig genervt mit der PS4. Die war so laut, also ich hab die sogar noch, wenn du willst, ich mach sie einmal an. Also glaub mir, wenn ich da ein Spiel starten würde, zu Ende. Ich glaube, ich hab sogar noch den Stick-Tift Controller, der gar nicht mehr gut aussieht. Warte, lass mich mal gucken, ob ich den noch irgendwo hab. Oh nee. Ich hab meine PlayStation an meinen TV-Schrank unten drin, aber mein Controller liegt nicht daneben oder so. Also wird er wahrscheinlich irgendwo in einer Schublade sein. Im Schreibtisch, die komplett überfüllt sind, beide Seiten. Ich finde gerade leider nichts. Sorry. Falls ich ihn finde, dann kriegst du mal ein Bild, okay? Kein Stress. Also glaub mir, das Ding hat FIFA Kato noch überlebt. Also kannst du dir vorstellen, wie das aussieht. Es hat das Stick-Drift. Es hat komplett Stick-Drift. Also wirklich nicht ein bisschen, sondern wirklich richtig krass. Du weißt ja, was das ist, ne? Ich weiß, was das ist. Ich hab das sehr oft gepflegt. Okay, gut, weil du gerade so still warst, als ich das erwähnt hab, so, als würdest du gar nicht wissen, was das ist. Aber ja. Wäre mir ein Wunder gewesen, hättest du das nicht gewusst. Ich glaube, du kennst eigentlich alles, was man besprechen kann. Also ich hab's, ich repariere ja auch Konsolen und das war einer der meisten Fälle, die ich hatte. Und es ist auch einer der leichtesten Reparationen. Racing hat richtig reingeschissen. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe kein Werkzeug, um da irgendwie jetzt groß rumzumotieren. Ich kann ihn aufschrauben und wieder zuschrauben. Das war das Einzige, was ich auch mal gemacht habe. Mehr musst du auch da nicht machen. Oh, okay. Ja gut. Das ist eh zu spät. Jetzt habe ich keinen Racing mehr dabei. Wobei mittlerweile mache ich nicht mehr die alte Methode. Früher war es so, der Stick Drift entsteht durch Ausnutzung. Abnutzung. Mhm. Und da hast du in dem Joystick hast du so kleine magnetische Plättchen, die musst du dann einfach ersetzen, weil die verschleißen und dieser feine Staub, der dabei entsteht, der macht den Stick Drift. Okay. Und den Joystick, der hat zwei Seiten, wo man mit einem Flachschrauber einfach auseinanderziehen kann, die Scheibe rausnimmt und eine neue Scheibe reinsetzt. Oder man kann auch eventuell nur reinigen, das genügt manchmal auch. Ja, aber eine Scheibe gewesen, wahrscheinlich nicht teuer, oder? Nee, mal keine 10 Cent. Okay, ja gut. Ja, für die Repression habe ich immer standesgemäß 40 Euro gefragt und so habe ich Geld früher verdient. Oh wow, du hast 10 Cent ausgegeben. Und hast ein bisschen gearbeitet. Jo. Das nenne ich Geld machen. War für viele. Das Lustige ist, viele Eltern kamen zu mir halt, weil neue Controller zu kaufen war denen zu teuer und da hatten die lieber 40 Euro gezahlt und der Controller funktionierte wieder. Naja, da kannst du eigentlich fast noch schon einen neuen holen. Die haben ja nur 60 Euro gekostet, 20 Euro mehr. Aber heutzutage ersetze ich sie komplett, die entlöte ich und setze nicht mehr die originalen Sticks von Sony rein, sondern die keine Verschleißteile mehr haben. Ah, okay. Das war bei PlayStation sowieso, PS5 genauso. Muss vorstellen, ich habe zu meiner PS5 damals zwei Controller bekommen. Einer hat sehr, sehr schnell Stickdrift bekommen und der andere war, ja, super. Der würde bis jetzt noch gehen, würde bis jetzt bestimmt noch gehen. Aber, ja gut, Stickdrift Controller lebt noch. Ohne Stickdrift Controller wurde zertreten von meiner Schwester. Mhm.
Wenn du dich fragst, wie, mein kleiner Bruder, der ist ganz komisch, der muss beim Zocken immer vorm Fernseher sitzen. Okay. Und meine Couch war damals, also zumindest jetzt habe ich gar keine mehr, aber war damals nicht so nah am Fernseher, sondern es war halt so ein normaler Fernsehabstand, weißt du, so diese 2 Meter, 3 Meter, ne? Ja. Und der hat immer so Drang gehabt, direkt vorm Fernseher zu sitzen, also hat er sich auf den Boden hingesetzt, hat meinen Controller neben sich hingepackt, meine Schwester ist voll draufgelaufen. Meine R2, L2 Tasten und so, die sind komplett explodiert, die leben nicht mehr. Diese Platte, die da drin ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses die Platine, ganze Mikrozeug, genau, die war komplett in 2 Hälften geteilt. Wie kriegt man das hin? Ich bin schon 50 Mal auf meinen Controller getreten und es ist nichts passiert. Tja. Meine Schwester wiegt safe nicht mal die Hälfte von mir so. Also kann es am Gewicht auch nicht liegen. Die hat einfach das, wie soll ich sagen, das Pech, immer alles kaputt zu machen zu müssen. Auch mein Stuhl, die hat einfach meinen Stuhl auseinandergenommen. Die hat sich draufgesetzt, dann haben die so ein bisschen, ja, was man halt kennt, sind halt Kinder gewesen. Die haben ein bisschen Scheiße gemacht. Stuhl ist einfach umgeknickt und unten das Bein ist einfach komplett durchgebrochen. Wie? Tja. Muss deine Schwester fragen. Damals, ich habe dann einen neuen Stuhl geholt und der ist bei mir nach 2 Monaten kaputt gegangen. Der ist einfach. Der hatte schon von Anfang an hatte der Faxen. Der hat, du musst vorstellen, da wo du die Räder reinmachst, ne? Ja. Die Räder packst du ja in diesen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. In dieses Dings da rein, ne? In dieses Gestell da, ne? Genau, also das Fußgestell. Genau, und ein Rad, dieses. Wie soll ich das erklären? Das ist ja wie so ein Loch. Und dann, du hast den Stift, also die Räder sind auf einem Stift und den musst du rein drücken. Genau. Das habe ich gemacht. Und bei den einen ging das nicht, sondern das war richtig locker. Also der ist jedes Mal rausgefallen. Und ich habe mir dabei nichts gedacht. Und irgendwann ist das komplett durchgebrochen. Weil das einfach schon von Anfang an nicht wirklich fest war. Ja, dann ist er kaputt gegangen. Das ist war aber krass. Nicht ein wirklich teurer Stuhl. Also, ja. Hab daraus gelernt. Jetzt habe ich mir einen etwas teureren Stuhl geholt, also jetzt nicht so teuer wie du dir holen willst, mit 500 Euro. Meiner hat, ich weiß gar nicht mehr, 260 oder 360 gekostet. Also ist schon teuer, aber jetzt, es gibt noch teurer. Jetzt weiß ich das Wort wieder. Also diese Sticks heißen Hall-Effekt-Sticks. Sag mir gar nichts. Also wenn du einen Controller kaufst und du liest, dass der Hall-Effekt-Sticks hat, dann hat er sehr hochqualitative Sticks drauf. Ist das nicht sogar bei Xbox so? Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, was die haben, aber die haben auf jeden Fall deutlich bessere Sticks. Ich hatte meine Xbox fast täglich unterbenutzt und da kam nie ein Stick durch. Nie. Ich hatte einen Controller. Der hat bis zum Ende gehalten, bis ich meine Xbox weggegeben habe. Weil ich sie nicht mehr gebraucht habe, weil ich PC hatte. Also, hab jetzt. Also, meine Raichu-Controller, also die von Razer, die hatten auch nie Probleme. Okay. Ich hatte nur mit einem Controller heftige Probleme. Und das war der Raichu Ultimate Controller von 400 Euro. Zweimal gekauft, zweimal riesen Stickdrift. Alter, was? Und du hast denn keine Garantie-Dings ausgespielt? Doch, ich bekam ihn ja einmal umsonst ausgetauscht. Ah, ja. Und beim zweiten Mal sagte ich mir, ne, lass die Scheiße gut sein.
Ich kaufe mir keinen Razer mehr. Der alte Raichu ist der einzige, dem ich traue. Den habe ich auch zweimal gekauft. Einmal, weil der ist nur kaputt gegangen, weil eine meiner Drachenstatue draufgefallen war. Drachenstatue? Ja, ich habe in meinem Zimmer ein paar Drachenstatue. Und ja, die ist von einer Höhe von ungefähr 2 Meter auf den Controller gefallen. Wie viel wiegt das ungefähr? Gut, so einen Kilo. Oh, okay. Ich sehe so, du kannst wirklich schon hier Builds angucken. Crazy. Build, ey schon, sag mal da alles. Ach du heilige Scheiße. Du kannst hier, du kannst ein Echo-Set machen für deine Charaktere. Was? Oder ein Echo, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich sag einfach mal Echo, weil Echo klingt irgendwie wie Echo halt. Und, hast du schon mitbekommen, der Waffenbanner, wie der funktioniert? Über den Raps? Nee. Nicht? Du kannst das 50-50 nicht verlieren, da gibt's kein 50-50. Ah, cool. Das heißt, Waffenbanner gewinnst du immer. Das freut mich. Du kannst auch Earlys bekommen, das heißt, du kannst einen 10er-Pool machen und dann hast du kriegst Gold, dann hast du 100% in der Waffe. Geil. Das ist wirklich 1000-mal besser. Das Pity-System in Genshin ist richtig grässlich beim Waffensystem. Warum die das Waffen-Banner-System nicht wie das normale Banner-System wenigstens gemacht haben, weißt du? Wenn du 50-50 verlierst, dass du dann bekommst, also weißt du? Ja. Aber das verstehe ich nicht, weil damals bei Honkai Impact, da hatten sie es richtig gut gemacht. Da konntest du nämlich, wenn du den Charakter nicht ziehst, konntest du aber Fragmente von diesem Charakter sammeln. Und wenn du dann 100 Fragmente hattest, hast du den Charakter trotzdem bekommen. Das klingt ein bisschen wie Tower Fantasy. Aber sind die Fragmente dann speziell für den Charakter gewesen oder konntest du einfach nur... Speziell für den Charakter. Achso, okay. So ähnlich wie bei Tower Fantasy hast du ja Pools für bestimmte Charaktere. Nur da war es keine Pools, sondern nur Puzzleteile. Wenn du dann 100 Puzzleteile hattest, war es dein Charakter. Ah, okay. Und wie hast du die... Du hast die Puzzleteile nur bekommen, wenn der Banner drin war, der Charakter, oder was? Du konntest nämlich anhand... du bekamst dann ein Nebenprodukt, wenn du gezogen hast. Eine Währung, und mit dieser Währung konntest du deinen Shop entweder für diesen oder für andere Charaktere die Scherben kaufen. Ah, okay. Soll ich die Aranara-Quest machen, sagst du? Mach sie. Ich kann mich gar nicht mehr an die dran erinnern. Es gibt hier Primogems. Ja, 2000, ne? Gönnt man sich. Okay, Rind, willkommen, ja. Questline. 11 Stunden. Digga, nein. Alter.
Okay, ich bin noch nicht bereit für die Quest. Ich bin gerade in Inazuma. Ich werde erstmal hier bleiben. Da ich jetzt meine erste Region angefangen habe, ein bisschen zu farmen, bin ich jetzt bei 72%, das will ich jetzt beenden. Ich glaube, ich werde das erstmal komplett Inazuma beenden, mache die ganzen World Quests hier und dann gucke ich mal weiter. Dann gehe ich wahrscheinlich zu Merdo erst. Und danach halt Fontaine. Dann gibt es mittlerweile wahrscheinlich auch schon Natlan, weil ich wahrscheinlich in nächster Zeit dann nicht mehr so häufig Genshin spielen werde. Weil ja Golden Waves rauskommt. Wenn es so gut ist, man weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie trotzdem noch reinscheißen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, dass es nicht passiert. Ich sehe gerade, du kannst auch. Die Waffen haben auch wirklich. Es ist halt wirklich wie Genshin aufgebaut. Ich sehe gerade zum Beispiel von Jian die Waffe ist Crit Damage 48%. Attack 588. Das klingt ganz nach Genshin. Sollte das Spiel eigentlich relativ simpel sein zu verstehen. Danke, Joe. Zum Beispiel hast du Tower of Fantasy das ja gar nicht, ne? Da gibt es keinen Crit Damage durch Waffen, so, weißt du? Also wirklich, man kann schon sagen, Wilding Waves ist schon wirklich eine Genshin-Kopie. Also, wenn Leute sagen, Tower of Fantasy ist eine Genshin-Kopie, finde ich nicht. Tower of Fantasy hat komplett anderes System. Ich sehe das Spiel auch ganz anders aus. Ich kann es kaum vergleichen zu Genshin Tower Fantasy. Ist es auch nicht. Tower Fantasy hast du deine Waffen, in Genshin hast du Charaktere und musst dazu noch Waffen ziehen. In Tower Fantasy hast du eigentlich nur deine Waffen, die Charaktere sind ja nur optional. Ja. Das ist ja nur ein Design halt, ne? Was du so oder so zu deiner Waffe dazu bekommst. Wir haben mittlerweile 27 Millionen, fast. 4.000 fehlen noch. 3 Millionen brauchen wir noch. Ich hoffe, die kommen noch. Ich habe Hoffnung, dass sie kommen. Da kriegen wir irgendwie so 20 Gratis-Puts, ne? Die sind richtig. Ja. 20 Grad Puls ist mehr dran zum Gleichstand. Vielleicht hat man sogar Glück und zieht schon ein, also ich wahrscheinlich nicht. Wie kannst du das aushalten mit deinem Drucker? Wie kannst du schlafen? Allein die Discord-Geräusche sind schon schlimm. Und Discord unterdrückt meistens immer alles so. Wie gesagt, bei einer guten Freundin, bei einer Hausparty, ich habe einfach neben dem Lautsprecher gekannt. Kriegst du das hin? Eigentlich nütze ich die Schlaftechnik vom Militär. Was ist das für eine? Es ist so, du musst die Luft 10 Sekunden einatmen, sie auch für 15 Sekunden behalten. Und in einem Rhythmus von 15 Sekunden wieder ausatmen. Wie jetzt? Also du atmest ein? Du sollst einatmen im 15 Sekunden Takt. Das heißt, du darfst nicht in einem Zug zu schnell die Luft reinnehmen.
das ist das etwas komplizierteste daran. Wirklich 50 Sekunden die Luft mal zu sich nehmen. Der Trick dabei ist einfach, durch diese 15 Sekunden... Ob ich das gerade probiert habe? Nein. Wie? Ob ich das gerade probiert habe? Nein. ist einfach, dass deine Atmung steuert dann deinen Herzschlag und der wird ruhiger. Okay. Diese Technik wurde entwickelt damals, für dass die Leute im Krieg durch die ganze Aufregung trotzdem schlafen konnten. Und da war es ja noch schlimmer, wenn du die ganze Nacht nur hörst, wie Granaten und so um dich herum da explodieren. Ja. Aber haben die da nicht auch Schlafenzeiten? Also ich glaube nicht, dass sie da die ganze Zeit mit Granaten hantieren. Naja, aber trotzdem, auch wenn du im Außenposten bist, du kriegst ja die Explosionen und alles mit. Die drumherum passieren, ja. Ich weiß gar nicht, wie man so schlafen kann. Also ich könnte da bestimmt nicht pennen, wenn um mich herum die ganze Zeit Explosionen sind. Man weiß nie, wann die nächste Explosion zu einem kommt, so weißt du. Ja, damals habe ich die Explosion in meinem Haus auch nicht gehört. In deinem Haus? Ja, und, im Alter von 9 Jahren ist bei uns zu Hause die Zentralheizung explodiert. Das war noch eine alte Gasheizung. Oh, okay. Ja, die ist im Keller explodiert, das ganze Haus hat gewackelt anscheinend. Meine Eltern, meine Geschwister übelst in Panik, nur ich lag einfach da und hab gepennt. Okay. Wie kriegst du das hin? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach einen zu guten, festen Schlaf. Das ist aber sehr nachteilhaft, weil ich höre meinen Wecker auch nicht. Wie, was ist eigentlich dann passiert mit der Explosion? Hat das irgendwie kompletten, also hat das jetzt außer jetzt das Dings kaputt gemacht zu haben, hat das noch irgendwie noch weitere Schäden gemacht? Viele von den Rohren, Holzrohren waren alle geplatzt, mussten damals übelst alles renoviert werden. Ging zwar alles über die Versicherung, aber war Gott sei Dank war es schon gegen Sommer, also die Heizung war nicht mehr so aktiv. Ja, okay, ich benutze selbst Heizung im Winter nicht. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich habe, by the way, heute meine Bewerbung abgeschickt. Vielleicht habe ich Glück. Schauen wir mal. Das war nämlich echt schön. Ja, dann kann William Waves kommen, dann kann ich per... Was? Was hast du da gesagt, Bebo? Was soll denn das? Was? Was sagst du da? Wie du willst in William Waves Chain? Wir werden alle Free-to-Play-Spieler, außer Battle Pass und 5 Euro Pass. Das kann ich nicht versprechen. Wenn nicht, ich werde herausfinden, wo du wohnst. Ich klaue dir deine Credit Card. Naja, bei uns in Luxemburg bringt es mal nicht, einem anderen seine Kreditkarte zu nehmen.
hätte ich zwar ähnlich gemacht, aber ja. Ne, allgemein, da muss ich sagen, das Sicherheitssystem bei unseren Kreditkarten ist richtig gut, weil du kannst nur die Kreditkarte online nutzen, wenn du die drei andere Passwörter noch hast. Okay. Das heißt, bei uns ist es so, du musst halt mit deiner Bank bestätigen, mit deiner Bank-App. Richtig, und wir haben neben unserer Bank, müssen wir noch über eine externe Firma, die die Banksicherheit im Internet bei uns reguliert, nochmal zusätzlich bei denen das bestätigen. Und das funktioniert entweder über eine über den Ausweis-ID, das heißt, das habe ich zwar nicht aktiviert, weil der Kartenleser ist viel zu teuer. Aber ist eigentlich sehr praktisch, weil du hast in unseren Ausweisen gibt es auch einen Chip, der für die Kreditkarten funktioniert. Okay. Für die Identitätsprüfung. Das, was ich nutze, ist zum Beispiel über mein Handy. Das bedeutet, überall, wo meine Kreditkarte auch im Supermarkt benutzt wird, muss ich nochmal über mein Handy, über meine Biometrie es bestätigen lassen. So, ja, das ist bei mir auch so. Weil alles digital, es funktioniert alles digital, ne? Ja. Ja, bei uns ist jetzt dieses Jahr endlich Google Pay auch aktiv. Kann ich wenigstens auf mein Handy, brauche ich überhaupt keine Kreditkarte mehr, ich benutze nur noch mein Handy. Auch so. Ich habe mir extra ein neues Konto gemacht, damit ich das nutzen kann, weil mein altes Konto hat das nicht unterstützt. Das war so ein Starterkonto und das hat Apple Pay nicht unterstützt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber ja, jetzt habe ich ein neues Konto und da funktioniert alles. Da konnte ich Apple Pay einfach hinzufügen ohne Probleme. Mittlerweile soll ja auch Apple-Geräte auch andere Pay-Sachen unterstützen, wie Google Pay und so. Aber bestimmt, keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert. Ja gut, aber eigentlich ist es dämlich, wenn Apple das macht. Die müssen. Müssen sie. Ja, EU. Natürlich hätten die das nie gemacht. Ja. Aber die müssen ja einen NFC-Chip für alles öffnen. Ich finde es immer lustig, dass zum Beispiel bei meinen, ich hatte ja jetzt zuletzt ein Video gepostet über Lego Star Wars von Fortnite. Und da hat ein Dude mir als Kommentar geschrieben, wieso schreibst du überhaupt iPhone auf die Beschreibung? iPhone gibt es nicht mehr auf, also Fortnite gibt es nicht mehr auf iPhone. Sag ich, doch. Aber nur für Europäer? Das gibt's immer noch nicht, ne? Doch, doch. Gibt's? Du kannst vor. Epic Games jetzt ihren Launcher runtergeladen oder was? Die Sache ist ja die, das Gesetz, das EU-Gesetz hat ja vorgegeben, dass es nicht mehr erlaubt ist, einem Hersteller nur sein eigener Shop zu betreiben für seine Sachen. Das bedeutet, Play Store sowieso schon über Jahre kannst du nicht nur bei Play Store deine Apps kaufen, sondern auch bei Amazon und noch bei anderen Betreiber. Nur Apple hat sich ja gewehrt und sagte, nur über App Store, Apples App Store kann man die Apps für iPhones und iPads runterladen. Richtig. Und über das EU-Gesetz war Apple gezwungen, extra Handymodelle für die EU rauszubringen, wo auch über anderen Shops die Apps runtergeladen werden können. Haben die über Update gemacht und das funktioniert immer noch nicht. Epic Games muss endlich einen Launcher rausbringen, damit man den runterladen kann, also ihren eigenen Store sozusagen. Aber die haben es immer noch nicht gemacht. Ich finde den immer noch nicht. Existiert immer noch nicht.
Das wurde gesagt. Ah nee, stimmt, die wurden ja wieder gebannt von Apple, ne? Falls du es mitbekommen hast. Ja, aber du kannst die, du kannst sie über ihre Webseite erst runterladen. Das geht? Natürlich. Also Epic ist noch immer gebannt, auch bei Google, aber die scheißen drauf, weil sowieso kannst du ja bei den Androids ja überall die APKs runterladen. Okay, habe ich das nicht mitbekommen. Ich dachte, die bringen jetzt den Launcher raus, dass man den runterladen kann. Nö, du gehst einfach auf die Seite, du downloadst es. Wenn eine neue Version da ist, da kommt das stehen, bitte lade die neueste Version runter, dann gehst du wieder auf die Seite und kannst es runterladen. Okay. So, wie viel habe ich? Ich habe 3275. 3000 sind 20 Pools. Ich habe noch 14 Rotkerne, sind dann 34. Hey, ich glaube, ich brauche nur noch 25, weil mir fehlen 36, glaube ich. Okay. Warte, sind es 36? Genau, 36. Das heißt, mir fehlt nur noch 25 Dunkelkristalle. Das müsste noch drin sein. Ach, und hier habe ich in meinem Postfach noch einen Brief mit 100 Dunkelkristalle. Das heißt, du kannst poolen, ne? Ich kann poolen. Nice. Warte, ich mach mal den Dings und dann kannst du gucken. Das tut mir richtig. Also du hast ja garantiert jetzt, ne? Also ja. Eigentlich nicht so Überraschung, ne? Sei denn, du bekommst die vorher, ne? In den Pools, ne? Ja. So, dann. Okay, dann let's go. Ich mache sie zuerst über Einzelpools auf 50 mal. Das heißt 6 mal Einzel. Okay, mach. Mach doch schon mal deine Währung. Also, mach deine Währung schon mal in Pools. Ah, ja. Dann einfacher. Also, ich mache jetzt mal die 6 mal. Das ist Nummer 2. Aber man kann sagen, nach Winter auf Fantasy kommt man sehr schnell an seine Charaktere, die man haben will. Ja. Das ist echt gut. Nummer 3.
So dann, dann legen wir mal los. Noch dreimal. Nichts. Ich muss sagen, Rix, eigentlich habe ich in Tower Fantasy noch nie was auf Low PC bekommen. Ich glaube, man kriegt wirklich nie auf Low PC irgendwie was. Letzte, oder? Letzte. Okay. So, das ist jetzt der 80. Pool auch gewesen, ne? Du hast ja 50. Ja. 50 hoch gemacht. Gut. Ja, bis zum zweiten. Vielleicht hast du ja Glück und bekommst einen Early. Nee. Nee. Hier hast du noch. Das wird nichts. Nee, das wird nichts. Schade. Ah, nein! Oh Gott. Nein! Du hast genau den Charakter gezogen, den ich auch bekommen habe. Nein! Hm, hattest du nicht genug Dings oben? Nee, ich hab 76. Also das ist Pech. Das ist Pech. Ah, muss ich noch etwas sammeln. Ja. 44 Pools, ne? Ja. Schwierig, aber sollte eigentlich machbar sein in Tower Fantasy. Ist machbar, über das Event kriege ich noch viele. Ich habe noch noch Verschiedenes zu erledigen von den alten Sachen. Noch lauter Nebenmissionen und so. Okay. Dann passt. Also momentan wird es mir auch nicht langweilig in Tower Fantasy. Ich mache jetzt ja die Simulacras Stories. Das sind ja auch nicht mehr so viele. Ja, du hast ordentlich was zu tun, bis dein Rest rauskommt, würde ich sagen. Sogar danach sogar noch. Ja. Weil die habe ich alle fertig. Wenn du die Tower Fantasy anfassen wirst. Mal sehen. Wie sieht es dann eigentlich aus? Hast du dann trotzdem noch vor, in den Dailies und so zu machen? Ja, also auch die Pässe fertig zu machen. Also ich mache die Pässe immer fertig. Achso. Also die Weeklies machst du auch immer dann, ne? Ja. Können wir dann easy zusammen machen, wenn du willst. Scheiße, es ist voll warm hier im Zimmer. Der Drucker gibt so viel Hitze ab. Naja, so kriegst du wenigstens eine Heizung, ne? Für die Energiekosten. Ja gut, mein PC, der heizt genau so viel. Stimmt ja, dann hast du ja auch 24/7 an. Ja. Normaler Verbrauch von 600 Watt. Ach ja, es ist ja neue Woche, das heißt, ich kann im Lager die Sachen neu kaufen.
jetzt die hier kaufen? Nee, das bringt doch gar nicht mehr. Oder? Jo, ich gehe sowieso auch jetzt eine rauchen. Jo. Thank you.
So, bin wieder da. Yep. Ich bin gerade noch aktiv am Sammeln, hab jetzt 77%. Jetzt habe ich eine Aufgabe, wo ich Fässer explodieren muss, Alter. Nee. Bogenschützen. Nee. Es liegt an dir, Bebo. Ja, ich will, dass du Ember spielst. Nee, Fischel. Die Prinzessin der Verurteilung wird jetzt gespielt. Die Prinzessin, wie sie sagen würde.
あっちの方がなんだか騒がしいな。子供が叱られてるみたいだ。あ、え、いえ、皆さんこそ。はい。まだそう遠くへは行ってないはず。インギス周辺を中心に探してみよう。よっ。こっちに逃げたみたいだな。 これはグノノの落とし物。あのオクトパス、グノノの落とし物を拾ったぞ。 あの方向、まさか届けに行くつもりなのか。後をついていけば グノノのところに連れて行ってもらえるかもしれない。<笑>
この辺り何かありそうだ。探してみよう。やっぱりグヌノを追いかけてきたのか。これは。この辺りの海洋生物、ちょっと変だぞ。何かに怯えてるというか、ざわついてるというか。あんまりよく覚えてないんだけど、前もこんなとこを探検した気がするの。ねえ、キティ、どう思う？おじいちゃんの日記に書いてあった隠し物って何なのかな。前は何も見つけられなかったけど、新月の日なら何か違うかもなの。あれ？今ググ前って言った？前って何のことなの？あれ、わかんないの。とりあえず秘宝を探しに行くの。なんか
大丈夫か? Oh. 気がついた? Gugu, なんで? それで 気泡の具体的な場所は分かるのか? あと どんな形をしてるかとか でも実物を見たら絶対思い出せる絶対わかるのなんとなくそんな気がするの随分曖昧な話だな信じていいのか 先に進もう! 前進前進! ののー! こうなったら 待て! あの触手はさっきの あ 何か見つかった? ググが探してるものじゃないの 多分 損傷は激しいです。だけどどうしてここに? まだ? はいはい、終わった。 でもちょっと確認。 どこか腑に落ちないんだよな。まあ、あとはこの子についていくしかない。二号隊、冒険に集中するのね。あれ? グノノはどこだ? ベラの急通過だ。なんでこんなところに? が書いてある。岩の数字。日記帳のパスワードかもしれない。試してみよう。 なんだか苦しくなってきた。早くグノノに追いつかなきゃ。
ここってどうだっけ？まさか迷子？ここ？グーノノ、どこ行ってたんだ？まさか俺を巻こうとしたんじゃないよな？そっちこそ、急にいなくなるんだもん。ググ、わざわざ探しに来てあげたの。え？俺？そうよ、ググは逃げたりしないの。同行を許したからには、隊員を信じるのね。だから、もうはぐれちゃダメなのね。しっかりググ隊長の後をついてきたもの。はあ、あのさ、やっぱり大事な話があるんだけど。秘宝より大事なことなんてないよね。今いいところなんだから、話なら冒険が終わってからにしてなの。どう？何か見つかった？おーい！ノックさんの日記帳に書いてあるか、僕に。あれは間違いなく現実の出来事だ。だけど、さっきの夢とも幻ともつかない体験は、一体どう説明したら。グノノは？So, dann, es ist 1 Uhr, für heute reicht es für mich. Wie die Zeit wieder so schnell vergeht.